Ja, hallo, wir sind hier beim Abschiebedungenstreuer ADS 60 mit einem Ladevolumen von gut 6 Kubikmetern, verzinkte Streumulde mit 4 stehenden Walzen, mit Auflaufbremse und einem vernünftigen Streuaggregat. Wir gehen dann einfach mal weiter zu dem größeren Modell. Hier haben wir den ADS 120 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 13 Tonnen, einem Ladevolumen von gut 14 Kubikmetern. Auch hier verzinkte Streumulde mit einem großen Streuaggregat, dem V2-Streuwerk mit einem Streuwalzenschutz, sein Tiefbettstreuer hier mit einer großen Bereifung, mit einem großen Kunststoffkotflügel, 40 km/h Ausführung mit allen Zulassungsdetails, die eben die europäische Zulassungsverordnung eben vorschreibt.